Wir bleiben ländlich, genauer im Hinterland. Da spielt das nächste Lied von Sebastian Krämer, Die Gespräche der Krähen. Und wir machen das, es kann man solistisch bringen, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, machen wir es mal als Duo. Sebastian Krämer am Klavier und singt und Dota Kehr singt ebenfalls. Vielleicht noch sowas Aufregendes. Eben hier schon Weltpremiere und jetzt noch diese Version, die noch nie vorgetragen wurde. Mhm. Ja, so sieht's aus. Übrigens, Andreas, ich muss dich korrigieren, es spielt nicht nur auf dem Land, auch die Krähen gibt es in beiden Gefilden, nicht nur die Berliner. Ja, stimmt. Heute haben mich gerade früh welche geweckt, das ist richtig, ja. Komm, ich lade dich ins Hinterland ein, genieß die Versunkenheit wortkarger Äcker. Es sei denn, der Bauer hat zufällig sein Radio bei auf'm Trecker. Hier grüßt man sich einsilbig und monoton. Fürs Quatschen bekommst du hier keine Trophäen. Das einzige Beispiel für Konversation sind rings die Gespräche der Krähen. Wenn du sie anvisierst, halten sie dicht. Man könnte auch sagen, sie halten den Schnabel. Wir verstehen sie eh nie, auch damals schon nicht. Lang vor jenem Turmbau zu Babel. Den menschlichen Stimmklang herbeizubemühen, ist eine Option, die sie meistens verschmähen. Kein Sinn oder Nutzen wäre draus zu beziehen für die Gespräche der Krähen. Wovon die Rede ist, von einem Fund, vorgestern früh hinterm Schrottplatz am Weiher, von Elstern und von einem Schlüsselbund, von Sorge und Schmerz um die Eier, von einem Schneegestöber im Mai, von streunenden Rüden und läufigen Fähen und ja, Hexerei, vielleicht ganz nebenbei, in den Gesprächen der Krähen. Der Wind, der die Seile am Fahnenmast neckt, Regen, der trommelt auf Stuckbachs Gerümpel, der Tau, der im Klee sich bis Mittag versteckt, das Abendrot über dem Tümpel. Schert solche Ereignisse, was jemand spricht, als ob sie sonst nicht ganz genau so geschähen. Wenn wir sind, die sprechen, dann schert es sie nicht. Doch was ist mit Gesprächen von Krähen? Wieder das irre Gewühl. Du gehst abends aus unter Schönen und Reichen. Nur manchmal beginnt dich des Nachts ein Gefühl seltsamer Art zu beschleichen. Dass das, was dem Pastor im Juni geschah, beim Versuch, den Rasen am Südhang zu mähen, schon Ende April Tagesordnungspunkt war in den Gesprächen der Krähen. Nun siehst du sie auch im Straßenverkehr und fragst dich, wo kommen die Schwestern her? Du hörst ihre Stimmen bis rauf ins Büro. Du fragst Frau Jingwa sagt, wieso, die Krähen, die waren doch immer schon hier. Doch du glaubst ihr nicht, sie verbirgt was vor dir. Dann träumst du dort über die Zweige zu gehen, hoch in den Kronen der hageren Erlen. Die Welt durch Krähen Augen zu sehen, milchige, schimmernde Perlen. Auch etwas von uns steigt zu ihnen empor, vielleicht nicht die Anteile, die wir gern sehen. Ja, mitreden kannst du nicht, doch du kommst vor in den Gesprächen der Krähen.
Sebastian Krämer mit den Gesprächen der Krähen im Duett mit Dota Kehr, Premiere dieses Liedes in dieser Fassung.